Die Entstehung der S und G. Wo hat alles seinen Anfang genommen? Die Entstehung von Stimme und Gegenstimme, kurz S und G, geht auf erste Erfahrungen von Ivo Sasek während seiner zweiten Berufsausbildung zum Bibellehrer zurück. Bereits im Jahre 1979 stellte er während seinem Theologiestudium fest, dass unheilvoll zerspalterische Mächte die Christenheit in hunderte verschiedenster, sich gegenseitig bekämpfender Kirchen und religiöse Gemeinschaften zersplittert hatte. Die Suche nach einer erklärenden Stimme begann. Da Sasek sowohl die lapidare Erklärung, Spaltung sei ganz normal, als auch, dass hinter allem allein der Teufel steckte, als unzureichend empfand, begann er mit öffentlichen kleinen Versöhnungsversammlungen. Seine Frau Annie Sasek widmete sich indes der Schaffung erster kleiner Familienmusicals. Alles und jedes stand unter dem großen Motto: Wir gehören alle zusammen und brauchen einander. Wir sind alle ein einziger Körper und der wirksame Friede Gottes leitet ihn in Kraft. Doch mit diesem Vorsatz, auf jede Stimme aus allen christlichen Lagern zu hören, begann eine noch unfassbarere Geschichte. Wer stand dahinter, der diese offen proklamierte Hinhörgesinnung gegen alle in Grund und Boden verteufelte? Denn mit jeder Stimme, die von außen angehört und angenommen wurde, herrschte ein noch zerteilenderer Aufruhr quer durch alle Kirchen und Denominationen des gesamten deutschsprachigen Raumes. Welcher Mensch oder welche Gruppe von Menschen schürte so vehement verleumderische Hintertreibungen, dass sich die sonst uneinige Christenheit innerhalb weniger Jahre plötzlich darin einig wurde, dass allein von Ivo Sasek gefährliche Spaltung ausgehe? Dem Ziel der Einheit unbeirrt verpflichtet geblieben, gründete Ivo Sasek 1984 in Walzenhausen ein christliches Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige, Alkoholiker und psychisch Leidende aller Art. Jahrzehntelang rehabilitierte das Panorama-Team unentgeltlich zahllose Menschen, verzichtete dabei freiwillig auf jegliche staatliche Unterstützung und ebenso auf jeden persönlichen Lohn. Doch auch hier entfesselte sich eine unfassbare Gegenpropaganda. Wer in aller Welt konnte daran Interesse haben, sämtliche wahrhaft günstigen und obendrein wirklich erfolgreichen privaten Reha-Häuser in der Schweiz auszumerzen, die Drogenabgabe in Form von Methadon und so weiter zu legalisieren und durch neue Gesetze deren Aufnahme weitere stationäre Patienten zu unterbinden? Parallel zu diesen Ereignissen zog die Familie Sasek immer häufiger mit ihren kleinen Kindern singend durch die Lande. Ich hab die gern. Mami und Papi, lieber Herr, mit dem Janne noch nicht streiten. Dann aber geschah das Unfassbarste. Obgleich Saseks Dienst nur von nachweislichen Erfolg gekennzeichnet war, zahllose Menschen ihren festen Stand in der Gesellschaft wieder erlangt hatten und Menschen aus Dutzenden verschiedenster Denominationen untereinander Frieden geschlossen hatten, entspannte sich über Nacht eine an den Haaren herbeigezogene Medienhetzkampagne. Infolge haarsträubender Verleumdungen und Verdrehungen kam es kurzerhand zur Verhaftung der ganzen Familie Sasek und zu einer Medienhetzjagd quer durch den deutschsprachigen Raum. Jeder Versuch, der in die Schlagzeilen geratenen Familie mittels Gegendarstellung die Verleumdungen zu entschärfen und zu berichtigen, scheiterte. Dies trotz ihrer umgehenden Entlastung durch die Justiz und dem Attest: In dieser Familie herrscht paradiesischer Friede. Wenn alle so wären wie die Familie Sasek, dann hätten wir nichts mehr zu tun. Entgegen jeder gesetzlichen Grundlage verweigerten sämtliche Medien korrekte Gegendarstellungen. Das Gegenteil geschah. Mit immer noch unglaublicheren Verdrehungen wurden die Lügengeschichten von einer Pressestation zur anderen, von einem TV-Sender zum anderen und ebenso von einem Radiosender zum anderen gereicht. Wieder wurde eine große Frage in Saseks Leben laut. Wer in aller Welt war da interessiert, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Am Schluss bin ich nur im Fernsehen, Radio, überall. Plötzlich bin ich fast ein Terrorist. Und ich frage mich, was habe ich eigentlich verkehrt gemacht? Jetzt wollte ich zeigen, wie man als harmonische Familie zusammenlebt. Nun, wem bin ich hier eigentlich auf den Schlips getreten? Das war meine große Frage. Dieselben Medien begannen später auch jedes künstlerische Werk von Ivo Sasek und Panoramafilm in den Schmutz zu ziehen. Winkelried wird als Filmheld für christliche Propaganda benutzt. Irritierender Hintergrund. Ivo Sasek, Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft und als Regisseur seine zahlreichen Anhänger dirigiert. Soll also mit dem Winkelried-Film eine Bresche für die religiösen Visionen einer Glaubensgemeinschaft geschlagen werden? Für seine Anhänger ist er ein christlicher Held.
Andere sehen da die wahre christliche Botschaft sterben. Panoramafilm dreht einzig ethisch, moralisch einwandfreie und gesellschaftlich hochwertige Filme. Doch ungeachtet dessen und auch ohne Rücksicht darauf, was jedes einzelne Filmwerk an Zeit, Anstrengung und Investition kostete, bedrohten die Mainstream-Medien allem zuvor kooperative Drehortbesitzer, Kinobetreiber hernach Geschäftsleitungen von Filmfestivals und DVD-Vertriebsketten mit Rufmord und finanziellem Ruin. Ob der Film nun in den Schweizer Kinos flächendeckend gezeigt wird, darf bezweifelt werden. Mediengläubige und Hallenbesitzer wurden indes mit übelsten Gerüchten überzogen, um sie vor Sasex-Veranstaltungen, ganz besonders aber von der von ihm gegründeten AZK, fernzuhalten. Hinter all diesen Hetzjagden scheint sich summarisch die große Angst zu verbergen, dass die Gegenstimme der Wahrheit allzu großen Einfluss nehmen könnte. Eine andere plausible Erklärung konnte bis zum heutigen Tage nicht ausgemacht werden. Dass hinter all dem nicht bloß unsichtbare Teufel steckten, zeigte sich bereits in den 80er Jahren, als sich erste definitive Konturen von Widerspielern aus Fleisch und Blut zeigten. Allem voran die sogenannten Sektenexperten Georg und Georg Otto Schmid von der Evangelischen Informationsquelle und Hugo Stamm von der Zürcher Tamedia-Gruppe. Zum anderen offenbarte sich ein unstreitbarer Filz von Mainstream-Medien aller Gattung, die sich gegen jede Bemühung um eine christliche Einheit verschworen hatten. Doch warum? Zum Schutze von wem? Es wurden doch lediglich zahllose Menschen mit sichtbarstem Erfolg rehabilitiert, Familien wiederhergestellt, Ehepaare versöhnt und so weiter. Wir haben nach diesem Oratorium für uns als Familie entschieden, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ich muss mit meiner Familie alles in Ordnung mit meinem Mann bringen. Erste Reihe, die Beziehung mit meinem Mann. Also da hat mich schon beeindruckt, ihre Liebe von seiner Ehefrau und wie sie darüber spricht. In wessen Interesse wurde hier alles denkbar Gute in Grund und Boden verdammt? Nach zahllos vergeblichen Anstrengungen, die Medienlügen zu entschärfen, stellte sich Sasek die gezielten Fragen. Wer genau sind eigentlich diese sogenannten Sektenbeauftragten? Und wer wird sonst noch alles von diesen Menschen angefeindet? Wen greifen diese Medienverbände sonst noch alles an? Könnte es sogar sein, dass sowohl die Medien als auch verschiedenste staatliche Einrichtungen in falsche, gar verbrecherische Hände geraten sind? Auf der Suche nach einer befriedigenden Antwort ließ eine klare und deutliche nicht lange auf sich warten. Von allen Seiten ereigneten sich Bekanntschaften mit wertvollen Menschen, die Sasek als außerordentlich aufrichtige, vorbildliche und vor allem grundehrliche Mitmenschen einstufte. Doch wie ein roter Faden zeigte es sich, dass genau diese Menschen von ein und demselben Widersachern, von ein und denselben Medien auf eben dieselbe Art wie Sasek verleumdet, verhetzt, sektifiziert, gejagt und im Ruf ruiniert wurden. Das Erstaunlichste dabei aber war, dass sämtliche dieser hochwertigen und guten Menschen auf völlig unterschiedlichsten Gebieten ihren Dienst taten. Sie alle hatten nur und einzig das Wohl der Menschheit im Sinn. Nachdem Ivo Sasek Kenntnis über zahlreiche dieser Menschen empfangen hatte, begann er sie im Februar 2008 in Antizensurkoalitionen, kurz AZK, an einen Tisch zu bringen. Doch was kommen musste, geschah. Die Medien begannen amok zu laufen und auch hier wieder derselbe Ablauf. Nicht irgendeine Gegendarstellung wurde von den Medien veröffentlicht. Und sämtliche dieser ausgezeichneten, selbstlosen und sich aufopfernden Menschen bezeugen dasselbe über sich. Ob sie sich nun einsetzten für Umwelt, gegen Kriegstreiber oder für die menschliche Gesundheit, ob für gute Ernährung, für Redefreiheit, für politische, soziale oder ethisch-moralische Werte, ob sie sich investierten für wirtschaftliche oder religiöse Rechte und so weiter. Es geschah immer dasselbe.
So unterschiedlich ihr Kampf um die Gerechtigkeit in der Praxis auch war, so einheitlich folgten ihnen die von den Mainstream-Medien verabreichten diskriminierenden Titel auf den Fuß. Unter dem Strich waren sie plötzlich alles Sektierer, Verschwörungstheoretiker, Rebellen, Scharlatane oder zweifelhafte Medizinmänner. Entweder gehörten sie plötzlich einer religiösen Sekte, einer Polizsekte, einer Öko- oder gar Psychosekte an. Zumindest waren sie aber mit einem Mal entweder extreme Fundamentalisten, Querfrontler, Sexisten oder gar Volksverhetzer. Aber auch als Rassisten wurden sie gebrandmarkt und erstaunlicherweise nicht selten grundlos als Antisemiten. Da ja bekanntlich der Ton die Musik macht, konnten diese Schandtitel niemals der Wahrheit entsprechen. Die Finanzen sind zerrüttet, an den Börsen hat's gekracht. Na, da habe ich eben aus meinen Aktien mit meinen Kindern einen Drachen gemacht. Und wir gingen hinaus auf die Wiesen, wo die lauen Lüfte wehen, und da konnte ich meine Aktien dann noch einmal steigen sehen. Danke für den Applaus, und Sie lachen. Aber nur, weil es nicht Ihre Aktien waren, richtig? Denn allerorts bezeugten zuhörende Volksmengen diesen Menschen intuitiv einen hochführenden Wortklang. Und hier hat das Bauchgefühl doch meistens recht. Jeder Mensch hat eine intuitive Gabe, Wirkliches von Unwirkliches zu unterscheiden, kann er aber nur, wenn er Wirkliches und Unwirkliches nebeneinander hört. Und darum müssen wir hören. Für sie waren endlich Stimmen laut geworden, die das Herz jedes Wahrheitssuchenden wohltuend befreiten. Für sie erhoben sich unentbehrliche Aufklärerinnen und Aufklärer, die gewissermaßen den längst dagewesenen Heißhunger, den brennenden Durst nach Klarheit löschten, die Ketten des Verbildungszwanges sprengten, summarisch gute Menschen, die ihnen reale Heilung und Wiederherstellung brachten. Unter dem Strich hat es sich gezeigt, dass hinter der sogenannten vierten Macht im Staat, das meint die Medien, die Hauptdrahtzieher fast sämtliche verderblichen Einflüsse, böser Gerüchte, Fehlentwicklungen in Finanz- und Weltkrisen, aber auch schädlichster Zensuren stecken. Auf der gemeinsamen Suche, wer denn eigentlich im Besitz der Mainstream-Medien ist, zeigten sich immer wieder nur ganz wenige einzelne Familien. Diese beherrschen über ihre Massenmedien Politik, Militär, Wissenschaft, Wirtschaft, Religion, Ideologie und so ziemlich alles, was man beherrschen kann. Doch von einer unsichtbaren Hand geleitet, entstehen derzeit überall auf der Welt mächtige Gegenstimmbewegungen wie die der AZK-Referenten. Ihre Zahl geht bereits in die Millionen. In einem immer größer werdenden Verbund unterschiedlichster Aufklärungsdienste und Schriften wird das falsche Spiel der Medientreiber konsequent ans Licht gebracht und geahndet.